Eine Hochwasserwarnung gibt es für den Holzbach im Westerwald. Die integrierte Leitstelle in Montabaur rät der Bevölkerung, Uferbereiche zu meiden. In Brückrachdorf, einem Stadtteil von Dierdorf, stehen Teile der Uferbereiche schon unter Wasser. Eine akute Gefahr gibt es laut Katastrophenschutz momentan jedoch nicht. Die Feuerwehren kontrollieren, ob sich Totholz zum Beispiel an Brücken angestaut hat. Die Polizei rät, Autos in Ufernähe wegzufahren und Abflüsse und Schächte freizuhalten.